So, ja, ich bin ein bisschen spät dran. Dreamerin. DC-Reihe. Ich muss sagen, ja, die ist jetzt nicht so hit. Nia Mal sieht die Zukunft in Träumen und beschützt die Welt vor altrümlichen Bedrohungen. Und steht da Season 4 eingefügt? Wir haben doch Season 3 auch. Nichts Neues wirklich, bis auf die Dreamerin, aber die hatte keinen Rücken, das war nicht mal eine Pickaxe. Ist auch noch drin, natürlich. Ich verstehe nicht. Man hat die gratis bekommen, die Pickaxe, und jetzt kann man sich die hier nochmal kaufen, ey. Wie soll das denn in Zukunft aussehen? Du kriegst gratis Gegenstände. Und den kommen dann auch wieder in den Shop, ist doch irgendwie. Ja, okay, gratis, gratis, aber ist den Reiz doch irgendwie nicht mehr dann. Okay, das ist noch drin, die sind dort drin. Das zeige ich jetzt nicht alles, was schon wieder wirklich viel ist. Opa Kai muss sagen, ich habe einen Kollegen die heute Nacht angeguckt. Ich verstehe aber nicht, ohne den die aus der Netflix-Serie nicht reinbringen. Ich fand es sehr interessant, bis jetzt die erste Staffel. Oh. Das ist dieses. Diese. Wie heißt der nochmal? Mia. Ja, Jim, ja, Joe. Ja, das ist Cobra Kai. Da bin ich noch nicht bei Igel gefangen. Obwohl doch beim Turnier habe ich das gesehen. Warum nennen da nicht die Charakter als Skins aus der Serie? Sieht der bestimmt, also sieht besser aus. Besonders diesen Cobra Kai-Lehrer. Skin wäre bestimmt geil. Vielleicht kommt das ja noch. Der ist ja immer noch drin. Wie lange soll der denn drin bleiben? Das ist einfach riesig wieder. So, schon, das ist schon mehr als der Marvel Shop, wenn der allein schon drin ist.